Auch wenn da so ein Schild nach da zeigt, ich weiß nicht, warum wir jetzt zuerst hier lang sollen, aber dann gehen wir erstmal hier lang. Sieht so aus, als wenn da gleich irgendwie was runterfallen würde. So ungefähr. Was haben wir denn hier so? Au, da wurde jemand zertrümmert. Ja, schön. Lass uns lang schleichen. Sollen uns der Drache noch holen oder so? Ich weiß gar nicht, ob ich mir gerade etwas aus- oder eingerenkt habe. Hoffentlich eher eingerenkt. Also, besser so, als dass es die Bandscheibe war oder sowas. Dann geht's nochmal runter. Ach, wirklich? Oh Mann. Mensch, Graham. Opa, alles klar? Naja, ich habe nur lange nicht mehr an diese Geschichten gedacht. Deine Ohren sind ganz rot. Gib mir einen Moment. Jetzt wird es etwas verrückt. Ich sollte mich vorher ausruhen. Würdest du wohl Oma holen? Ich komme später wieder. Ruh dich aus, Schatz. Bis nach dem Abendessen. Ist schon gut. Lass dir Zeit. Und Leute, wenn du mich brauchst. Gute Nacht, Liebes. Denk an dein Versprechen. Such stets das Abenteuer. Ich hatte mich schon gefragt, wo du hin bist. Wen kann er da sehen? Jetzt noch nicht. Ich sollte doch noch ein letztes... Oh, ich kämpfe. Das verspreche ich. Aber... Oh, ich fürchte, du hast recht. Du triffst eben immer ins Schwarze. Es stimmt. Der Spiegel sagte nicht, ich erlebe noch ein Abenteuer. Nur, dass mein Abenteuer weiterlebt. Ich sage noch, lebe wohl. Achaka? Avanata. Achaka war die ganze Zeit da. Riechst du dieses Kainit, Graham?
Das ist ein Giftgas, fürchte ich. Eines, das angeblich die Geisteskraft herausfordert. Was zur Hölle? Deine Erinnerung lässt dich im Stich. Um zu beweisen, dass dein Geist noch immer stark ist, musst du deine eigenen Gedanken überleben. Königin Velenice bittet dich zu bleiben. Liebling, du übernimmst dich noch. Leg dich bitte nicht mit Melanin an. Bleib hier bei deiner Familie. In diesem miserablen Zustand werde ich das Königreich nicht unseren Kindern hinterlassen. Können wir... Du siehst einen Mann, der sich um ziemlich viele unerledigte Dinge kümmern muss. Rosella und ich können das Königreich wieder aufbauen. Bitte lass uns helfen. Du musst dich Melanin nicht alleine stellen. Ich muss leider, Sohn. Pa, du hast uns alles gegeben, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt nur dich. Es gibt noch immer viele Schätze, die ich euch hinterlassen möchte, sagte er dann. Okay. Medaillon nehmen. Du findest ein goldenes Medaillon und steckst es in deine Tasche. Du weißt zwar nicht genau wofür, aber du hast das untrügliche Gefühl, dass du diesen Schatz später noch brauchen wirst. Hinter Ashakas Büste siehst du eine Perlenreihe. Du hebst die wertvollen, aber unnützen Perlen auf und steckst sie in deine schier endlos große Tasche. Wir können also nicht mehr rein. In den kleinen Büschchen im Hintergrund befinden sich große Mengen an wertvollen und doch nutzlosen Schätzen. Du steckst sie alle in deinen magischen, nie voll werdenden Taschen. Das wollte ich gar nicht so unbedingt. Okay. Warum? Na klar. Sierra freut sich sehr, dass du King's Quest gespielt hast. Es tut uns sehr leid, dass du es nicht geschafft hast. Wir hoffen, beim nächsten Mal hast du mehr Erfolg. Viel Glück. Was? Okay. Echt jetzt? Ach, Herr Jemini. Whisper. Okay, und Acorn? Totentanz, Errungenschaft. Okay, was haben wir hier? Oh, da können wir in das Mäulchen rein. König Graham? Oh, und seid Graham. Ihr das? Mhm. Ja, natürlich. Diesen Duft erkenne ich überall. Riecht nach Legende. Mhm. Und Sauerkirschen. Etwas nach Senf, aber vor allem nach Legende. Quenty! Bramble! Moment, wenn ihr hier seid, bin ich dann etwa... Nur ruhig, Zuckermuffin. So weit ist es noch nicht. Wir helfen euch nur auf der Reise durch euer Herz. Okay. Oh, und das was ist, sagt euch ich muss mich mal ganz kurz Herz, anders hinsetzen. Das ist... Dass ich einen letzten Rat brauche? Vielleicht, wie ich Money überliste? Oder wie ich dafür sorge, dass das Vermächtnis von König Graham, dem Mitfühlenden, nicht verfällt. Ihr habt wohl das falsche Rezept für Vermächtnisse. Es ist nicht wichtig, was man für die Leute hinterlässt, sondern was man in den Leuten hinterlässt. Euer Königreich sollte den Jungen gehören, Graham. Das war's? Keine Wortspiele? Oder einen Gegenstand, der alle meine Probleme in Luft auflöst? Wir haben euch alles gegeben. Den Rest müsst ihr herausfinden. Allein. Na, das sollten wir doch hinkriegen. Okay. Ich wollte sagen, warum soll ich S drücken? Wach auf, Graham. Dein Geist ist stark. Ja, sehr gut. Komm schon, Großer, das schaffen wir.
Das kriegen wir hin. Und das bringen wir wieder zurück. Okay. Da geht's nicht weiter. Da sind wir aber doch recht flott die Treppe wieder hoch. Was? Und stolpern nochmal kurz. Und huschen hier wieder zurück. Und hoffen, dass wir uns nicht wieder was aus- oder einrenken. Also einrenken ist ja positiv. Das könnten wir und sollten wir tun. Aber ausrenken nicht. Und ich nehme an, es wird jetzt nicht so leicht, über diese Brücke wieder zurückzukommen. Ich vermute es nur, weil da oben ist so ein wackeliger Stein. Ich weiß nicht, aber anscheinend sollte es so sein. Okay. Dann, bitte sehr, kann ich dir zumindest einmal diesen Stein überbringen. Gut. Stell das hier hin und lass mich wissen, wenn du die Tempoprüfung bestanden hast. Wie soll ich denn die Tempoprüfung überstehen? Mhm. Ja. Folge den Schildern. Dann muss ich ja wieder hier lang, oder nicht? Wie soll ich denn sonst das Tempoduell überstehen? Und wo finde ich das Tempoduell? Weil ich gehe jetzt den gleichen Weg wieder zurück, wie ich eben her und wo ich eben war und bla. Das kann doch nicht sein, oder? Was brauchte ich denn für das Tempoduell? Ich weiß nur, dass wir da runter sollten und dann... Ja, spring doch nicht immer von oben runter. Ich verstehe das nicht. Ich sollte den Schildern folgen. Habe ich getan. Wir haben nur dieses Schlossdings. Na, dann hüpf mal hoch. Ich wüsste jetzt nicht, wo das Tempoduell ist, ne? Wenn ich jetzt mal so ganz ehrlich bin. Ich habe jetzt eher gedacht, dass das Tempoduell das vielleicht auf der Matratze ist, wo wir durch das Wasser schwimmen oder so. Wäre jetzt zumindest noch mal eine Sache, die mir einfallen würde. Weil hier kommen wir ja jetzt echt nicht weiter. Und da, wo die hinzeigen, das klappt ja nicht so ganz. Also würde ich jetzt noch mal hier lang gehen. Außer er sagt jetzt, nee, da können wir aber nicht... Ja, okay, wir kommen hier nicht weg. Hehehe, toll. Coole Sache. Folge den Schildern. Habe ich getan. Da kann ich nicht hin. Hier kann ich nichts machen. Da kann ich nur hin. Okay, dann... Du musst noch beweisen, dass du die Tempoprüfung bestanden hast. Ja, und wie mache ich das? Sehr gut. Bitte hier entlang. Hä? Was hat es denn bitte gebracht, die Schlüssel abzugeben? Tja, wo ist er? Miau. Verzaubert erfreut. Sieh mal einer an. Die Katze lässt das Zaubern nicht. Achte auf deine Worte, König. Meine Spezies sagt nichts über meine Fähigkeiten aus. Ich habe nichts gegen Katzen, Manni. Oder Kobolde oder Sphinxe. Aber gegen dich. Egal. Das Duell hat kaum begonnen und ich habe schon gewonnen. Bist du dir darüber klar, dass du mir alles geliefert hast, was ich für eine weitere Portion Kosmolution brauche? Ach nein. Erlaube mir die Bemerkung, König Graham, der Dumme, dass du wieder einmal... Ja, klopf nur weiter deine Sprüche. Aber verzeih, dass ich so unbeeindruckt wirke. Ich höre auf dem linken Ohr kaum noch etwas. Gut, wie du willst. Ich fasse mich kurz. Lange Sätze, gedehnte Silben zur Hervorhebung, Erheben der Stimme, weltmännische Wortwahl, übertriebener Einsatz des Wortes Trottel.
Und als letzte Zutat brauche ich ein Barthaar von dir. Bei Sonnenuntergang? Wir treffen uns bei der schwebenden Insel. Na schön. Will er sich in uns verwandeln? Das löst dich natürlich instant auf, klar. Und daran muss er jetzt rumlecken, oder was? Ah, natürlich, klar. Sieht auf jeden Fall gesund aus. Ach ja, wie schön. Aber wie liebend gern würde ich Manni einfach eine reinhauen, ne? Ich finde den ganz schlimm. Pa, wir haben was mitgebracht. Paps? Oh. Wow. Oh. Opa! Oh. Oh. Pa, sag doch was. Hier. Gwendolyn, hol die Pflegerin. Nein. Was soll ich tun? Was brauchst du? Brauchst du Ma? Ma! Geschichte. Gesichter? Nein, Geschichte. Die Geschichte. Beende sie mit mir. Er muss wieder ins Bett. Fass mit an. Ich kam nicht an die Glocke. Ich wusste doch, du würdest abhauen. Ich dachte, ich bräuchte ein letztes Abenteuer. Noch einen letzten Schatz für meine Sammlung. Aber ich brauche nur die Schätze, die hier bei mir stehen. Schon gut, Schatz. Hör auf zu kämpfen. Jetzt machen wir das noch Zeit. So traurig. Meine Geschichte ist noch nicht fertig. Du musst sie beenden. Ich? Ich weiß nicht, wie sie ausgeht. Ich helfe dir. Nein. Ich kann das nicht. Gart soll sie erzählen. Großvater übergibt seinen Hut an dich. Ich denke, du solltest ihn nehmen. Na los, Knuddelschatz. König Opa, der größte Abenteurer von allen, tat alles in seiner Macht zum Schutz seiner Familie. Wirklich? Die Sonne ging über der schwebenden Insel unter. Und Mordek platzierte den letzten Kelch für ein toxisches Scharfsinnsduell. Ein guter Anfang. Willkommen, Freund. Schön, dass du es geschafft hast. Mannanen nahm wieder menschliche Form an. Dank der Zutaten, die ihm Opa unfreiwillig gebracht hatte. Aber er war sehr schwach. Und nur der Kamitkristall hielt ihn noch am Leben. Mordek hat eine Reihe von Prüfungen für unseren Geist entworfen. Keine Sorge, er hat mir keine Antworten verraten. Einige Kelche enthalten Hypnosepulver. Wir gehen alle Stationen einzeln an. Toll. Wenn du aus einem vergifteten Kelch trinkst, verlierst du.
und stehst unter meinem Zauber. Und andersherum. Die Kelche standen an Stationen und jeder hatte eigene Regeln. Ich erspare dir lange Reden und lasse dich die Regeln lesen. Bereit für den Beweis, dass Kobolde schlauer sind als Menschen?